Өзі 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 Guten Tag liebe Streaming- und Gamerfreunde. Heute geht es in dem zweiten Teil für Greenscreening darum, um die richtige Ausleuchtung. Im ersten Teil habt ihr sehen können, dass ich mal ganz spontan so eine grüne Decke da aufgehängt habe und schon so ein bisschen mit dem Chroma Key äh, gearbeitet habe, um zu gucken, bringt das was. Und äh, heute geht es um die Ausleuchtung. Also es muss wirklich gut ausgeleuchtet sein. Ja, gut, okay. Es geht um die Beleuchtung. Und die wollen wir auch natürlich sehr, sehr günstig machen. Und da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar, ich habe da mal was eingekauft. Ich habe hier einen kleinen Nachtrag zu machen und zwar zum Thema Greenscreening. In der allerersten Folge habe ich euch gezeigt, wie ich mal ganz spontan mal eine Decke aufgehängt habe. Und zwar eine etwas grünlich aussehende Decke, äh, die ich irgendwo billig mal irgendwo erworben habe. Jetzt habe ich aber eine andere Decke und zwar diese hier. Die ist. Oh! Äh, die ist noch grüner. Jedenfalls, ich schalte mal den Chroma Key aus, dann könnt ihr den Vergleich sehen. Äh, Chroma Key aus und zack. Das ist jetzt die neue Decke, die ich da hinten äh, aufgehängt habe. Und das ist die alte. Also da seht ihr natürlich den Hammerunterschied. Dieser Unterschied ist ja wohl immens und das erleichtert natürlich die Einstellung des Chroma-Keys im Grünsektor natürlich erheblich. Äh, Nochmal den Unterschied zu sehen, indem ich den Chroma-Key wieder einschalte. Und das sieht dann so aus und so aus. Ne? Ist klar. Da braucht man nichts mehr zu sagen. Also es kommt auf den richtigen Grünton an. Entferne mal wieder den Chromat Key. Es ist kein Mollton. Ich wollte zuerst einen Mollton bestellen. Wie schon gesagt, das kostet 14 Euro pro Quadratmeter. Ne, Quadratmeter pro laufender Meter und ist 3 Meter breit. Gut, okay, da braucht man erstmal auch ein richtiges Gestell dafür, ein stabiles Gestell, weil Mollton sehr schwer ist. Und das ist im Grunde genommen Fließ und das kann man auch günstig bei. Irgend so einem äh, Outlet Store oder so und so ein Ramschladen. Ab zu Mal vorbeigucken und kommen und solche Geschichten. Die paar Falten, die wir im Hintergrund sehen, gut, okay. Mein Gesicht ist, glaube ich, faltiger. Ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, ich mache den Chroma Key wieder an. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Streamen oder beim Angucken dieses kleinen Videos. Und es hat mich gefreut, wenn ihr wieder mal einschaltet oder einschaltet werden. Ich bereite jetzt noch was vor und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Und somit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial für Shotcut. Diesmal Greenscreen. Man könnte sagen Greenscreen Reloaded. Naja, in der Zeit, wie mein Vorredner schon gesagt hat, äh, 2017 ist es wichtig, dass man äh, eine sehr gute Beleuchtung hat. Ich habe hier schon mal zwei Beispiele ähm, in meine Wiedergabeliste getan und kreiere erstmal einen Hintergrund. Da gehe ich auf andere Öffnen, auf Farbe, suche mir eine gute Farbe aus, nicht zu hell, also auch kein Grün, weil wir wollen nämlich den Effekt gut sehen. Eine einigermaßen kompletäre Farbe. Violett würde ich nicht nehmen, weil das wäre die absolute Komplementärfarbe von Grün. Deswegen gehe ich auf Dunkelrot. Gehe ich hier rein, gehe ich auf OK und setze die mir hier rein. Man kann die auch in die Wiedergabeliste tun. Die ist ja nicht hier, aber das ist, spielt da ja keine Rolle. Mit gedrückter Steuerungstaste und I füge ich noch zwei Spuren hinzu. Dann entferne ich erstmal hier die Sichtbarkeit und die Lautstärken brauchen wir eh nicht. Und dann schiebe ich das uralte Beispiel, was ich vor drei Jahren gemacht habe. Hier mal auf die zweite Spur, auf V2. Dann gehe ich hier drauf, mache es sichtbar und wir sehen mein Konterfei hier mit zwei verschiedenen Grüntönen habt ihr ja gesehen im Vorvideo und auf Feinarbeiten will ich jetzt erstmal verzichten, also ihr ignoriert sozusagen hier diesen Bereich und diesen Bereich. Es geht ja einfach nur um dieses Greenscreening, also um dieses Tuch da hinten. Ja, wie ihr seht, ist es schlecht ausgeleuchtet. Hier ist es heller, hier ist es dunkler. Ja, doch zunächst geben wir mal hier dieser, diesem Clip einen Namen. Das können wir jetzt machen, indem wir hier das Ganze anmarkern und mit Enter. Das ist äh, ein kleiner Bug noch, wenn man Enter drückt. Ähm, Namen. Ne? Steht dann hier, das ist jetzt auch neu. Das lasse ich mal so. Und äh, wenn wir hier auf diesen Clip gehen, können wir innerhalb des Clips einen Greenscreen machen durch die Filter. Oder wenn die ganze Spur. Den Greenscreen-Effekt haben sollte, also den Chroma Key, so wie ich das jetzt mache, werde ich jetzt diesen Effekt mal einfügen. Und Zwarico, Chroma Key einfach und Chroma Key erweitert. Da gibt es zwei verschiedene. Gehen wir erstmal auf den einfachen. Ups, ich bin noch ein bisschen unscharf, da mache ich mich mal ein bisschen schärfer, setze mich aufrecht hin. Jetzt kommen wir mal hier zu diesen wirklich einfachen Funktionen. Hier gibt es eine Pipette. Und hier kann man sich eine Farbe aussuchen. Also hier in dem Farbwähler oder hier in den vorgefertigten Farben. Wir gehen immer auf die Pipette. Das macht die Sache noch ein bisschen einfacher. Wir drücken sie an. Dann entsteht ein Kreuz. Und wir können hier sozusagen eine Farbe picken. Ich würde mal sagen, da das ja hier sehr unterschiedlich grün ist, also in den Tönen, gehen wir mal ungefähr hier in die Mitte rein. Ungefähr an der Stelle. Und dann sehen wir, hupsala. Das ist ja so, wie wir es gar nicht wollen. Klar, schlecht ausgeleuchtet. Gehe ich jetzt mit der Distanz runter, das heißt also, das ist so eine Art äh, Toleranz, inwieweit äh, das Grün toleriert werden sollte. Dann seht ihr, dass dann halt eben der Hintergrund weiter reinkommt. So, und wenn ich das so weit mache, bis wirklich auch wirklich das ganze Tuch sozusagen die Farbe hat, ja, ist natürlich dies hier überhaupt nicht gut. Also diese einfache, dieser einfache Filter. Dieser Chroma Key Einfachfilter eignet sich wirklich nur wirklich, wenn alles perfekt ausgeleuchtet ist. Vordergrund und Hintergrund. Deswegen werden wir ihn mal gleich löschen und wir gehen auf den Chroma Key Erweitert Filter. Da gibt es natürlich sehr viele Funktionen, die wir hier auswählen können. Auf die möchte ich jetzt eingehen. Auch hier werden wir mal wieder die Farbe picken als allererstes und hier äh, wird es dunkler, hier in der Diagonale wird es noch dunkler, ist klar. Also werde ich mal hier in die Nähe gehen, ich versuche mal diese Farbe zu picken. Und dann seht ihr, ich bin schon weniger belastet mit roter Farbe. <laughs> Auf der einen Seite können wir hier Rot, Grün und Blau auswählen oder die Hauptfarben separieren. Aber es soll ja um die Chroma-Intensität gehen, auf die wir jetzt schalten. Aha, das sieht schon wesentlich besser aus. Auch hier haben wir wieder so eine Art Toleranzwähler, Also, das ist halt eben, wenn ich jetzt hier runter regle, dann, wirkt, dann nimmt er ausschließlich den Wert, den ich wirklich gepickt habe. Und erhöhe ich die Toleranz. Dann ist klar, dann deckt sich das alles mit dem Hintergrund. Bis wir rechts unten, also hier in diesem Bereich, eigentlich alles rot hätten. Aber in der Toleranzschwelle wird auch das hier mit einbezogen. Dann gehen wir wieder zurück und schauen mal, ob wir nicht irgendwie doch noch ein bisschen was hinkriegen können. Weil die Vorlage ist ja nicht so ganz so brillant. Ist ja auch länger her. Schauen wir mal, was der Delta Chroma macht. Delta ist eigentlich das mathematische Zeichen für Differenz. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen was regeln. Ja, da gehen wir mal hier auf ganz groß. Dann mit der Delta-Intensität. Schauen wir mal, ob wir da auch noch ein bisschen was machen können. Ja, 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 das geht gut. Das geht gut. Auch hier, ja, da bricht schon wieder das Ganze durch. Wir können das Ganze auch noch kontrollieren, falls was durchbrechen sollte und wir können es nicht erkennen. Dann gehen wir auf Invertieren. Dann sehen wir sozusagen, aha, hier gibt es noch dunkle Flecken. Da müssen wir noch weiter gucken, ob wir da nicht eventuell mit dem anderen Regler oder mit den anderen Einstellungen das Ganze ähm, verbessern können. Habe ich schon gesagt, möchte ich hier an diesem Beispiel mich nicht unbedingt festkrallen weil es wirklich eine schlechte Vorlage ist. Es dient sozusagen nur der Erweiterung des chroma Jetzt gucke ich mal hier nochmal in Groß rein. Es geht ja auch alles. Okay. Ich möchte weiterhin auch erklären, was hier die Funktion ellipsoid Anstieg, also Kantenanstieg und auf durchsichtig scheinen und was die anderen Optionen noch angehen hier gibt es nämlich auf minimum maximum also minimum maximum addieren und subtrahieren machen wir das mal das sind sozusagen presets für den Anstieg maximum da äh, ändert sich nichts minimum ändert sich auch nicht so viel wenn wir auf durchsichtig scheinen gehen auf addieren das ist nur für wenn wir mit mehreren Ebenen arbeiten, um sie dann miteinander zu verblenden. Also Greenscreen natürlich auf Durchsichtig-Schein, damit wir den Hintergrund auch sehen. Die Form Ellipsoid ist sozusagen die Art, wie er bestimmte Bereiche ausblendet. Da haben wir drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich gehe mal auf Box, dann seht ihr, hier gibt es wieder Ausfransungen. Dann gibt es Diamant. Das ist schon wesentlich besser, aber auch hier wird nicht alles ausgefüllt. Ich sage mal ausgefüllt, muss eigentlich ausblenden heißen. Deswegen nehmen wir die weichere Version Ellipsoid. Die Funktion Kante Anstieg hat damit etwas zu tun, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen vergrößere und ich gehe hier auf mein Cappy. Das betrifft diesen Rand hier, also da, wo gerade eben der Übergang ist zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund, also dem ausgeblendeten, dass sich beim Erhöhen des Anstieges die Übergänge dann doch weiter ausfransen und weicher werden. Jetzt musste ich mal den Delta Chroma mal ein bisschen wegnehmen, der eigentlich hier in diesem Bereich nicht so viel Funktion hat. Ja, dann sieht er schon ein bisschen weicher aus. Gehe ich mal wieder auf die Gesamtansicht. Ja, und dann sehen wir auch hier, dass dieser Bereich wieder leicht durchscheint vom grünen Tuch. Ja, wie schon gesagt, ist, ist nicht das beste Beispiel. Doch der Filter Chroma-Key erweitert, ist umso hilfreicher, wenn halt eben der Greenscreen, also die Aufnahme, nicht ganz so gut ausgeleuchtet ist. In diesem Fall ist es natürlich krass, was ja auch hier für mich oder für euch auch ein gutes Beispiel ist, wie man es nicht macht. Bei der Aufnahme. Ja, und deswegen werden wir dich mal ausblenden. Und nehmen jetzt mal ein richtig professionell aufgenommenes Filmstück, wie ihr schon gesehen habt. Vincent Weger aus Pulp Fiction. Und hier sehen wir ein perfektes Grün. Ich gehe mal ein bisschen größer dran. Oder noch größer. Machen wir mal 200. Dann sehen wir, schon, dass hier die Ränder schon richtig schön weich sind. Also von der Aufnahme her. Ja, und wenn wir dann so eine professionelle Aufnahme haben und wir gehen auf Filter, hier mache ich für die ganze Spur, und zwar wieder mal Chroma-Key einfach, dann sehen wir, ich gehe mal wieder auf Gesamtansicht, ist alles gleichmäßig ausgeblendet. Dann auch hier die Distanz runterregeln, und dann seht ihr, aha, Insoweit so weit hin, dass wir mal gerade richtig unseren normalen Farbton haben. Was Regler angeht, wenn ihr genauer arbeiten wollt, dann geht ihr auf diese Werte. Ihr könnt die natürlich manuell eingeben, aber ihr könnt mit dem Raus Mausrad nämlich auch viel viel kleinere Schritte nach oben und nach unten drehen. Ich mach's nochmal. Geht ihr sozusagen hierhin, dann sind das größere Sprünge. Und desto weiter ich hier hingehe, werden die Sprünge noch größer. Seht ihr? Das funktioniert mit fast allen Filterschiebern. Das müsst ihr ausprobieren. Dann gehe ich mal wieder auf Standardeinstellung und mir ist gerade aufgefallen, wir haben unsere Schlüsselfarbe noch gar nicht gepickt. Das sollte man immer mal machen. Denn es kann ja, können ja leichte Abweichungen sein. Wie man hier gesehen hat, ist jetzt auch der Rand weg. Mach das Ganze noch mal größer. Der Rand ist ja noch da. Ah, das ist doof. Den wollen wir natürlich auch nicht haben, zumal es bei professionellen Filmaufnahmen sich nicht verhindern lässt, dass gerade in einem flachen Winkel an den Rändern von Klamotten, die vielleicht eventuell noch ein bisschen reflektieren, auch wie die Haare und auch das, ich sage jetzt mal, fettige Gesicht, dieser leichte Glanz, der noch da ist, auch noch einen leichten Rand produzieren. Den können wir ausblenden. Dazu bedarf es nur noch einen kleinen. Einfachen Filter, der da heißt Alpha-Kanal anpassen. Denn alles, was wir mit dem Chroma-Key-Filter bearbeiten, wird ja in den Alpha-Kanal geschoben. Ich invertiere das Ganze mal. No, so sehe das dann maskiert aus. Na, maskiert nicht, aber ich habe nur den Effekt invertiert. Und um das Ganze noch ein bisschen feiner hinzukriegen, können wir hier aus diesen Presets sozusagen schon mal hier etwas herausnehmen, wie zum Beispiel Schnitt. Der sieht schon mal ganz gut aus. Der reduziert die Ränder wunderbar. Das muss man ausprobieren. Dann gibt es hart schrumpfen. Das sieht dann natürlich nie so schön aus. und hat er hier so, ein, so eine angebissene Nase. Nicht so schön. Dann gibt es sanft schrumpfen. Ihr seht natürlich die Ergebnisse. Hart vergrößern ist in unserem Fall natürlich absolut nicht zu gebrauchen. Dann sanft vergrößern brauchen wir nicht, aber vielleicht für andere Projekte, wo dieser Effekt von Nutzen sein könnte. Fällt mir jetzt keiner ein. Dann gibt es hier noch einen Grenzwert, einen Threshold. Da werde ich jetzt mal hier kurz gucken, ob wir hier was genau richtig regeln können. Können wir. Das Ganze ist aber, wie man hier schon sieht, sehr, sehr kantig. Und es gibt auch Weichzeichnungen. Da können wir dem Ganzen hier so ein bisschen eine Weichzeichnung geben. Also, so ein Halo, ein Halo-Schein, fetten Halo-Schein. Also, so eine Art, naja, <laughs> bei John Travolta irgendwie passend. <laughs> Gut, aber, ähm, wir gehen auf sanft schrumpfen. Das ist der bessere Effekt dafür. Dann werden wir auch mal die Anteile mal uns angucken. Wenn wir jetzt hier hingehen, können ihn natürlich im Schrumpfen der Kante natürlich sehr hart reingehen oder wir können es ein bisschen nach außen ziehen, damit gerade noch der leichte Schein des grünen weg ist. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, perfekt. Gehen wir hier wieder auf die Normalansicht. Dann werde ich mal ein bisschen so weit vorgehen, bis er seine Hand ausgestreckt hat. Denn gerade das ist ein guter Indikator dafür, so Hände. Auch hier lässt sich ein Ausfransen leider nicht vermeiden. Auch in schnelleren Bewegungen, bei nicht guter Ausleuchtung, werden die meistens noch fransiger und äh, haben dann so einen, grauen, ähm, ja, so einen grauen Schleier drüber. Deswegen immer mit den Werten gut korrespondieren und spielen. Ja, spielen nicht, aber ausprobieren. Damit das wirklich auch äh, harmonisch aussieht. Gehen wir nochmal zurück zu meinem Konterfei. Falls ihr nochmal gucken wollt. Auch hier gehe ich wieder mal in die Filtersektion. Chroma Key erweitert. Äh, man sollte grundsätzlich mal gucken, dass nicht irgendwelche Ausfransungen da sind, wenn man ein bisschen im Film weiterspult. Ich gehe jetzt mal auf ganz normale Einstellungen hier. Zack. Was ich damit meine, ich bin jetzt hier auf die normalen Einstellungen gegangen. Was ich damit meine, können sich grundsätzlich irgendwelche Bereiche wieder aufreißen. Und äh, also im Laufe des Films durch irgendwelche Reflexionen von anderen Dingen. Da sollte man also genau gucken, wie zum Beispiel glaube ich hier. Mache ich mal größer. Oh, Doppelkenn. Ja, das ist das, was ich meine. Irgendwann mal wird ein kleiner Fleck kommen, der dann sichtbar ist und dann im Verlaufe des Filmes störend sein könnte. Hier kann man das sehen. Mal hier auf Invertieren gehen, können wir gucken, wenn wir zum Beispiel nochmal die Farbwerte, also die Toleranz, nochmal ein bisschen vergrößern. Na, ihr wisst, was ich meine. Dann ist, können es zu Ausbrechern kommen. Ja. Dann gehen wir wieder zu unserem Vincent Vega und äh, ich meine, dass ich eigentlich alles so gut erklärt habe, wie es nur ging. Auch hier in seinem Profil, gut, okay, die Quellaufnahme ist zwar, gucken wir uns das gleich mal an, Quatsch, hier hin, gehen auf Eigenschaften, können hier sehen, aha, es ist 1920, 1080, so war meine ähm, Quellaufnahme, man sieht das hier am amerikanischen... Frame per Second Format 29,97003 und den Farbraum. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da eine gute Kamera hat, um ein wirklich optimales Greenscreen-Ergebnis zu erhalten. Oh, jetzt ist er rausgeflutscht. Ja, ich glaube, ich flutsch mich hier auch raus. Und ich fasse noch mal kurz zusammen für unsere Filter, dass wir hier durch Alpha-Kanal anpassen, die Ränder, also diese Greenscreen-Artefakte, durch sanft schrumpfen mit einem gewissen Wert, den ihr dann selber ausprobieren müsst, ausblenden können. Das war es jetzt soweit zu diesem Tutorial. Ich lasse das Ganze nochmal abspielen und zwar auch mit dem neuen Preview-Scaling. Wir gehen mal auf. Naja, wir haben ja nicht so eine hohe Auflösung hier in diesem mittleren Monitorbereich. Schauen wir mal an, wie er sich bewegt. Ja, wunderbar. Dann lassen wir ihn noch mal mit meiner, <laughs> mit meinem Konterfei noch ein bisschen interagieren. Das nur so als Beispiel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen über das Thema Greenscreening, Chroma Key und verabschiede mich. Gebt mir einen Daumen, schreibt ein Abo und herzlichen Dank für eure schon gegebenen Abos. Ich verabschiede mich und sage Tschüss!